Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir starten am Freitag und jetzt die nächsten Tage steht viel an und ich bzw. wir werden euch ein bisschen mitnehmen. Da wir heute vor dem Turnier ein bisschen Stangenarbeit machen möchte oder wollen, baue ich jetzt etwas auf. Und ich glaube ein bisschen Trappstangen und so eine Linie einfach aus Stangen. Mal schauen. So, jetzt habe ich schon alles aufgebaut. Also hier ist so eine Linie auf die Stange, 21 Meter, einfach um ein bisschen den Rhythmus zu halten. Da sind Trappstangen und hier ist so eine Vorlegestange und ein kleines, ja, kleines Steil, aber es ist sehr klein. Jetzt auf den Weg zum Agravis Cup gemacht, holen uns aber erst ein Mittagessen, eine Pizza und dann geht's weiter. Die Ehrung fürs Achterteam ist leider ausgefallen. Wir waren früh genug, waren noch kurz auf der Messe und ich habe noch das T-Shirt bekommen, aber die Ehrung wurde verschoben. Wahrscheinlich erkennt ihr jetzt nicht allzu viel, es ist jetzt schon Samstag. Und Carlotta holt jetzt gerade Maybe und dann fahren wir jetzt gleich auch schon los. So, und jetzt kommen wir zu der ersten oder zu der einzigen Prüfung mit Lausi. Das ist ein Pferd, was ich jetzt mitreiten darf ab und zu. Ich bin den auch gerade mal 6-mal geritten, aber ja, das war ein A1-Sterne-Idealzeit. Wir haben eigentlich eine ziemlich sichere Runde gedreht, wie ihr sehen könnt. Etwas zu langsam, also aus dem Bereich der Idealzeit waren wir 0,04 Sekunden raus. Aber alles in Ordnung fürs erste Turnier, richtig zufriedenstellend. Thank you.
heute war das Glück nicht so richtig auf unserer Seite. In dieser Prüfung hatten wir den letzten Sprung abgerissen. Und ja, das ging wahrscheinlich auch etwas auf meine Kappe. Also es war ein deutlicher Hinterhandfehler. Ich weiß jetzt noch nicht genau, woran es lag, aber ja. Und in der zweiten Prüfung seht ihr dann auch gleich da auch leicht angetickt und ein paar Sekunden später ist die Stange dann gefallen. Sehr schade, aber ja, so ist das nun mal manchmal. Levita gerade schon eingeflochten. Jetzt stehen die Pferde auf der Weide und ich gehe jetzt erstmal frühstücken. Carlotta kommt gleich und heute versuche ich euch ein bisschen mehr mitzunehmen. Es geht noch einmal zum Turnier nach Ilo und Carlotta wird dort Levita in zwei Prüfungen reiten. Ich habe den Hänger jetzt schon so weit gepackt. Jetzt kommt noch diese eine Abschiedsdecke da rein. Eine bekommt sie beim Transport gleich schon drauf. So, ja, eigentlich alles soweit sauber und gepackt. Jetzt kommt Carlottas allererstes A2-Sterne mit Levita und es war eigentlich eine ganz schöne Runde. Es gibt natürlich immer was zu verbessern, jetzt auch an 2 etwas dicht, deswegen fällt eine Stange, aber eine Grundnote von 6,8, mit der sie zweite Reserve gewesen wäre. Thank you.
jetzt gleich kommt der Fehler, zu dolle zum siebten und auch zum Joker dann. Sie sprang zu flach und der Joker wurde so abgeschmissen, somit nicht platziert. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal um die anderen Pferde kümmern. Und wie es so schön heißt, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Nächste Woche geht es schon wieder nach Ilo noch einmal. Jetzt hat Levita aber erstmal einen Tag frei. Nächsten Tag dann longieren. Maybe hat heute ja frei, die wird morgen dann longiert. Und ja, auf jeden Fall jetzt Vorbereitung fürs nächste Turnier. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die anderen und beeile mich ein bisschen. So ein kleines Fazit zum Wochenende. Ja, es war nicht, lief nicht immer alles nach Plan. Der Graves Cup ist ja... das Springen ist ja ausgefallen aufgrund zu nassem Boden. Und Turnier war auch nicht so erfolgreich, aber es waren auf jeden Fall viele schöne Runden dabei. So, jetzt aber mal kurz und knapp. Bis zum nächsten Mal.